Hallo Freunde, willkommen zu Montanus. Ich bin Yannick und heute sprechen wir über das Thema Reisealtar. Bevor manche von euch jetzt abschalten, weil sie denken, dass sie weder religiös noch spirituell irgendwie unterwegs sind, hört mir erst zu. Denn theoretisch ist ein Reisealtar nichts anderes als eine kleine oder große Box an Gegenständen, die sehr persönlich sind und die einem Kraft schenken. Somit ist ein Reisealtar oder wenn man es anders betitelt, ein portabler Kraftort für jeden was. Bevor ich das genauer ausführe, klären wir erstmal die Frage, was ist ein Reisealtar? Wie schon gesagt, ist ein Reisealtar eine kleine oder große Box mit individuellen und sehr persönlichen Gegenständen, die wir mit auf Reisen nehmen können und die in uns selbst ein heimisches und wohliges Gefühl kreiert. Hierbei hat man quasi unendlichen Spielraum, was die Gestaltung angeht, da es einfach sehr viel Platz für Individualität, Kreativität und Persönlichkeit bietet. In erster Linie wird ein Reisealtar dafür verwendet, wenn man auf Reisen geht. Wenn man zum Beispiel in Hotels ist, kann man da auf dem Nachttisch sein Reisealtar aufstellen oder selbst wenn man mit dem Camper unterwegs ist, hat man einfach immer so eine Box von Persönlichkeit und Heimat mit sich. Wie schon gesagt, kann der Reisealtar theoretisch für jeden was sein. Entweder man ist gläubig und gestaltet den Reisealtar eben religiös mit Figuren oder Bildern der jeweiligen Religion oder Bildern von Gottheiten. Oder wenn man wie ich zum Beispiel Hexer ist oder Hexe oder generell spirituell unterwegs, kann man einfach sehr viele Gegenstände reinpacken, die einen mit der Spiritualität verbinden. Wenn man zum Beispiel gerne meditiert oder gerne Yoga macht, kann man auch Edelsteine oder Räucherstäbchen hineinlegen, die einem einfach helfen, diese glückliche und entspannte Stimmung zu kommen. Ein Reisealtar ist auch wunderbar für ungeoutete Hexen oder Hexer, eben nicht nur, um ihn mit auf Reisen zu nehmen, sondern auch, dass man einfach einen kompakten Altar hat, zum Beispiel in einer Schuhbox, den man einfach schnell wieder zusammenbauen und verstauen kann, falls Leute nicht wissen sollen, dass man eben im energetischen Bereich praktiziert. Was mir gestern noch aufgefallen ist, wofür man einen Reisealtar verwenden kann, ist für Kinder. Wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was sehr, sehr stark Heimweh hat und die gehen auf Klassenfahrt oder das Kind möchte bei Freunden schlafen und angenommen, dem Kind fällt es wirklich sehr, sehr schwer zu schlafen aufgrund des Heimwehs, dann finde ich die Idee eigentlich ganz süß, dass die Eltern so eine kleine Box kreieren, dass die Kleinen einfach wissen, dass daheim jemand ist, der sie liebt und der an sie denkt. Wenn man die Box dann etwas mehr verträumt oder magisch gestaltet, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Kind etwas mehr Unterstützung zumindest bekommt, runterzukommen. Ich hatte damals richtig starkes Heimweh in der Grundschule und als wir auf Klassenfahrt waren, hat mir meine Klassenlehrerin so eine kleine Zaubermuschel gebastelt, als sie gemerkt hat, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Und das hat überraschenderweise sehr, sehr gut geholfen. Wir kommen gleich dazu, was alles in einen Reisealtar hineinkommt. Ich will jetzt nochmal das Thema mit dem Kind aufgreifen. Was man zusätzlich vielleicht in die Box für das Kind machen kann, ist vielleicht wortwörtlich ein Stückchen Heimat. Zum Beispiel einen Stein aus dem Garten oder vielleicht ein Stückchen Ziegel vom Dach, falls was runtergefallen sein sollte mal. Jetzt zur Frage, was muss in einen Reisealtar? Letztendlich muss gar nichts in einen Reisealtar. Denn in einen Reisealtar kommt letztendlich das, was du möchtest und was du brauchst. Was alles reinkommt, begrenzt sich auf deine Kreativität oder auch je nachdem, wie groß das Behältnis ist. Die Größe kannst du natürlich selbst bestimmen. Das kann variieren von so einer kleinen Dose bis über zu einem Kosmetikkoffer. Ich persönlich finde es praktisch, wenn der Reisealtar so groß ist, dass man ihn wenigstens noch in den Rucksack mitpacken kann. Ich zeige euch später nochmal ein paar Beispiele, also zum einen, wie mein Reisealtar aufgebaut ist oder wie man andere Größen verwenden kann. Ich gehe jetzt mal ein paar Gegenstände durch, was zum Beispiel in einen Reisealtar kann. Wir haben zum Beispiel Teelichter. Es gibt größere Teelichter, aber auch kleinere Teelichter, elektrische Teelichter, Teelichter in verschiedenen Farben oder auch in verschiedenen Duftsorten. Es gibt sogar Mini-Räucherstäbchen. Die kommen in so einer Verpackung. Die sind dann in dieser Größe hier, also sehr praktisch zum Mitnehmen. Also entweder nimmt man das ganze Ding hier mit oder was ich gemacht habe, weil ich wollte verschiedene Sorten mitnehmen und nicht immer so ein ganzes Pack, einfach so ein kleines Glas, wo früher eine Vanilleschote drin war. Die sind wirklich ganz praktisch, weil die kommen nämlich mit so einem kleinen Fuß. Wer ist denn das? Räucherstäbchenhalter mit dazu. Also die kann ich super empfehlen, die habe ich jetzt in einem ganz normalen Asialaden gefunden. Wobei online gibt es sie bestimmt auch. Was auch ganz praktisch ist, sind kleine Fläschchen, die kriegt man im 1-Euro-Shop oder in Kreativläden. Also wirklich nur so ein kleines Fläschchen, wo man Salz reinmachen kann oder es gibt auch so längere, da kann man dann vielleicht die Räucherstäbchen teilen und hier rein tun, wenn man es noch kompakter haben möchte oder noch mal eine Nummer kleiner. Da kann man Sand, Eierschalen, geriebene reinmachen, was auch immer man möchte. Ist sehr, sehr praktisch. Palo Santo, das ist so heiliges Holz, was man direkt anzünden kann und zum Räuchern verwenden kann. Was sonst noch rein kann, sind Bilder, kleine Steine oder Edelsteine, Streichhölzer und Feuerzeug, kleine Federn oder Moos oder Muscheln auch.
Dann gibt es noch kleine Parfümzerstäuber, da kann man zum Beispiel Raumsprays mitnehmen, Räucherstäbchenhalter aller Art, Schmuck kann man auch mitnehmen, Minispiegel, Papier, Stift natürlich, wenn man irgendwas dokumentieren möchte, Räucherbündel oder Kräuter generell, Bilder von geliebten Personen oder Tieren, Minischälchen, ein Pendel, Talisman oder Glücksbringer, Taschenmesser oder kleine Glocken oder Klangschalen. Ignoriert bitte, wie diese Dose gleich von innen drin aussehen wird, weil das könnte unter Umständen relativ eklig aussehen. Ich benutze die Dose immer, um Harz zu sammeln, deswegen sieht sie auch so aus. Gerade solche Dosen kann man richtig schön machen, das zeige ich euch dann später bei meinem Reisealter. Da man doch relativ eingeschränkt bei dieser Größe hier ist, habe ich mir vorgestellt, dass man hier zum Beispiel so ein kleines Fläschchen machen kann mit Kräutern oder auch ein paar Edelsteine rein oder was auch immer, was einem gut tut, einfach nur damit man so einen kleinen Glücksbringer, Talisman, so ein kleines Fläschchen, ja, positive Energie mit sich führen kann. Was ich unbedingt mitnehmen wollte, sind Statuen von zwei Gottheiten, mit denen ich zusammenarbeite. Jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man so eine ganze Statue in so eine Box hier rein? Eine ganze Statue kriegt man in der Regel da natürlich nicht rein. Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich Bilder von meinen Gottheiten ausgedruckt habe und die einlaminiert habe. Dann habe ich hinten einfach so ein Holzstäbchen festgeklebt und dann nochmal mit Moschitape fixiert, vorsichtshalber. Das hat nämlich den Grund, weil ich mir so kleine Räucherstäbchenhalter geholt habe. Und somit kann man ganz einfach das Bild reinstecken und aufstellen und schon hat man eine improvisierte Figur. Es hat super viel Spaß gemacht und es war so eine kleine Herausforderung, die passende Größe der Box zu finden allein schon und dann auch noch die Materialien so abzustimmen und hineinzulegen, dass einfach alles wirklich perfekt reinpasst. Wenn ihr jetzt immer noch nicht genau wisst, wo ihr überhaupt anfangen sollt, dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich meinen kleinen Reisealtar zusammengestellt habe. Das ist jetzt mein Reisealtar, den habe ich hier zusammengebunden, weil die Dose an sich nicht so gut hält. Die Deckelinnenseite habe ich einfach so gestaltet, dass es mir gut tut, dass es mir in dem Fall jetzt Ruhe vermittelt und so ein bisschen mich mit der Spiritualität und der Natur wieder in Verbindung bringt. Das habe ich nicht mal festgeklebt, also man kann es hier auch einfach rausnehmen. Dann kann man vielleicht auch mehrere davon machen und die halt hintereinander stapeln und je nachdem, welcher Stimmung man gerade ist, kann man dann einfach das austauschen. Hier sind die Göttinnenstatuen bzw. improvisierten Statuen, die ich vorhin erklärt habe. Ich habe hier so dickes Leder zwischengelegt, weil ich das einfach so ein bisschen geschützt haben wollte, vor allem hier mit der Collage. Hier haben wir einen Beutel mit meinem Pendel drin. Hätte ich eigentlich auch einen kleineren Beutel finden können, aber so kann ich vielleicht noch kleine Sachen mit reinlegen. Wir haben diese beiden Räucherstäbchenhalter, die ich eben benutze, um die Figuren hier aufstellen zu können. So, also warum ist jetzt halt doof. Dann haben wir hier einmal Labradorit. Den habe ich einmal reingelegt, weil er einfach farblich sehr gut reinpasst, aber auch, weil ja, es einfach ein dunkler Stein ist, der aber schimmert und der mich immer daran erinnert, dass man auch Licht ins Dunkle bringen kann. Dann der zweite Stein hier ist ein Amethyst. Dann ist hier noch so ein kleines Silberschälchen, Tellerchen drin. Benutze ich entweder, um die Kerze hier reinzumachen, einfach damit es ein bisschen sicherer ist, oder zum Beispiel Salz reinzumachen und Gegenstände draufzulegen und die zu reinigen. Also kann auf verschiedene Weisen benutzt werden oder auch für Opfergaben für die Gottheiten. Also so Opfergaben klingt im Deutschen immer so dramatisch. Opfergaben kann auch einfach nur Obst oder Gemüse sein und so weiter oder Blumen, Schmuck und so weiter. Also da haben wir das und die Kerze schon angesprochen, dann mit einem Feuerzeug noch dazu. Das hier ist ein kleines Stück Palo Santo, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, also einfach nur zum direkten Anzünden und zum Räuchern. Und das habe ich online gefunden. Das finde ich echt praktisch, vor allem weil es für verschiedene Sachen benutzt werden kann. In erster Linie benutze ich es, um hier meine Räucherstäbchen, also die hier im Glas drin sind, zu verbrennen. Man kann aber auch Räucherkegel hier reinmachen oder richtige Räucherstäbchen reinstecken. Was ich auch schon gemacht habe, ist, statt hier da die Kerze draufzustellen, also es ist sehr universell, ich muss es auch mal wieder sauber machen. Dann ist, wie schon besprochen, hier dieses Reagenzglas. Da war früher eine Vanilleschote drin. Da habe ich dann einfach diese Mini-Räucherstäbchen reingetan. Und dann nochmal genau das gleiche Reagenzglas. Da ist jetzt mehr Salz drin. Dann habe ich für den Boden auch nochmal so eine Collage gemacht, die mich auch wieder beruhigt und wo mein Hogwarts-Haus auch drauf ist. Und hier unten drunter bewahre ich einlaminierte Symbole auf, die ich erstellt habe, die auch alle natürlich verschiedene Bedeutungen haben. Machen wir wieder zu.
Und das war es eigentlich schon, was in meinem Reisealltag drin ist. Ich versuche es wirklich so simpel wie möglich zu halten. Und das hier ist jetzt quasi alles, was mir einfach eine Unterstützung gibt und wo ich mich einfach wohlfühle mit. Und natürlich mein Kartendeck noch mit dazu. So, und jetzt möchte ich noch eine Sache nicht unerwähnt lassen. Solltet ihr nur mit einem Rucksack verreisen, vor allem fliegen, dann seid euch natürlich auch bewusst, dass ihr eventuell erklären müsst, was ihr dabei habt. Versucht es vielleicht so ein bisschen einzustudieren oder sucht einfach aussagekräftige, aber auch freundliche Worte, die beschreiben, was ihr da mit euch führt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, es ist für meine Religion oder es ist mein kleiner Kraftort zum Mitnehmen, zum Verreisen. Oder ihr sagt, ich bekomme relativ schnell Heimweh und brauche eine mentale Unterstützung, sowas in der Richtung. Und achtet natürlich drauf, was ihr mitnehmt. Wenn ihr mit dem Flieger fliegt, solltet ihr natürlich nichts dabei haben, was ohnehin nicht in den Flieger soll. Sprich, keine Spitzen, keine scharfen Gegenstände, wobei auch diese Reagenzgläser hier theoretisch gefährlich sein können, wenn man sie zum Beispiel abbricht und als Waffe benutzt. Also tut in sowas vielleicht nur Dinge hinein, die ihr auch unter Umständen wegwerfen könnt. Also es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel Salz in die Räucherstäbchen wegwerfen müsste. Und natürlich auch keine Flüssigkeiten mitnehmen, die waren es 50 oder 100 Milliliter. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also wirklich nichts mitnehmen, was ohnehin nicht mit ins Flugzeug darf. Da wir letzten Sommer nur mit dem Handgepäck geflogen sind und ich meinen Reisealltar mitgenommen habe, musste ich in Deutschland am Flughafen natürlich erklären, was ich damit führe. Das war jetzt so ein bisschen unangenehm, aber letztendlich überhaupt kein Problem, weil ich habe es einfach sachlich und freundlich erklärt und die Flugbegleiterin war einfach so freundlich und fasziniert, dass sie mich sogar gefragt hat, welche Edelsteine sie benutzen kann, wenn sie viel Stress hat. Egal, ob ich mit kleinem oder großem Gepäck reise, was immer mitkommt, ist dieser kleine Altar und meine Karten dazu. Wenn ich mit größerem Gepäck reise, dann nehme ich auch mal mein Reisegrimoire mit. Also mein Reisehexenbuch sozusagen für die Leute, für die der Begriff Grimoire nichts sagt. Naja, aber auf jeden Fall die beiden Sachen oder nur der Reisealtar passt einfach super einfach in den Rucksack. So, das Video ist nun vorbei. Ich hoffe, es hat euch inspiriert, euren eigenen kleinen Reisealtar zu machen oder großen Reisealtar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos von uns verpasst. Schaut gerne auch mal auf unserer Website vorbei oder auf unseren Instagram-Kanälen. Es ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Macht's gut, Freunde. Ciao.